Die erste Stufe eines neuen Imperiums ist ein spontaner, explosionsartiger Ausbruch und Expansion. Die zweite Stufe ist eine kontrolliertere, weitere Expansion. Und die dritte Stufe ist dann das Zeitalter der Händler, also das Handelszeitalter. Und die vierte Stufe ist dann das Zeitalter des Überflusses. Die fünfte und sechste Stufe, die Stufen des Intellekts und der Dekadenz, werden wir dann im nächsten Video besprechen. Mein Name ist Amos Zweig. Ich mache Videos und schreibe Artikel über Ökonomie, politische Philosophie und Ethik. In dieser Videoserie schauen wir uns das Essay Faith of Nations von Sir John Bagot Glubb an. Ein sehr lesenswertes Essay, das ich allerdings nur auf Englisch gefunden habe und deshalb hier für meine deutschsprachigen Zuhörer vorstelle. Falls ihr den ersten Teil der Serie nicht gesehen habt, dann findet ihr den Link in der Beschreibung. Am Anfang jedes Imperiums steht diese initiale Periode der explosionsartigen Expansion. Das neue Imperium, die neue Gesellschaft kommt quasi über Nacht aus dem Nichts und wird zur Großmacht. Glubb beschreibt ein paar Beispiele dieses explosionsartigen Aufstiegs. Zum Beispiel, so sagt er, vor König Philipp II. Von Makedonien, der 359 vor Christus an die Macht kam, war Makedonien ein völlig unbedeutendes Land im Norden Griechenlands. Und mit dem Aufstieg von König Philipp II. Wurde aber Makedonien plötzlich begann es sich schlagartig auszudehnen. Alexander der Große war da der Sohn von Philipp und der Heerführer in dieser Zeit. Und das persische Großreich, das in dieser Zeit von Osteuropa bis nach Indien reichte, wurde eigentlich innerhalb 36 Jahren von den Makedoniern vernichtet und übernommen. Und das makedonische Großreich reichte dann von der Donau bis nach Indien und auch noch bis runter nach Ägypten, das sie auch eingenommen haben. Also in 36 Jahren ist dieses kleine, unbedeutende Gebiet eigentlich zur Weltmacht geworden. Im Jahr 600 war die Welt zwischen dem Persischen Reich und dem Oströmischen Reich aufgeteilt. Das ist nicht dasselbe Persische Reich wie vorhin, das ist das Sassanidenreich und das Oströmische Reich wird oft auch das Byzantinische Reich genannt. Byzanz kontrollierte damals die Mittelmeerküste und Nordafrika und Irak war eigentlich das Kernland von Persien. Die Araber wurden zu dieser Zeit als rückständige Wüstenbewohner verachtet. Also das interessierte niemand, die arabische Halbinsel. Ja, dann 632 starb der Prophet Mohammed. Und 633 explodierten die Araber aus ihrer Halbinsel heraus und attackierten gleichzeitig beide Großmächte und drängten diese zurück. 20 Jahre nach diesem Ausbruch war das Persische Reich vernichtet und ins Arabische Reich eingegliedert. Und 70 Jahre nach diesem Ausbruch reichte das Großarabische Reich vom Atlantik durch ganz Nordafrika bis in den Norden von Indien und an die Grenze von China heran. Vor 1200 waren die Mongolen ein paar unbekannte wilde Stämme in der Steppe der heutigen Mongolei. 1211 war die Invasion Genghis Khans in China und 1253, also etwa 53 Jahre nach ihrem spontanen Ausbruch, erstreckte sich das mongolische Reich von Teilen von Osteuropa bis über ganz China. Ähnlich verhält es sich auch mit Spanien. 712 hatten die Araber eigentlich den größten Teil von Spanien erobert und beherrschten ihn. Und ab 722 begann dann die schrittweise Rückeroberung von Spanien, die sogenannte Reconquista, die 1492 abgeschlossen wurde. Da wurden die letzten Araber aus Granada vertrieben. Im selben Jahr noch machte sich Kolumbus auf, um Amerika zu entdecken
Und die Spanier begannen explosionsartig aus ihrer Halbinsel rauszudrängen. 50 Jahre danach hatte Cortés Mexiko erobert und Spanien war die neue Weltmacht. Die Hauptmerkmale dieser Ausbrüche sind die extreme Energie und der extreme Mut, mit denen sie eigentlich umgesetzt werden. Die Eroberer sind oft arm, hartgesotten, extrem kreativ und vor allem extrem aggressiv. Das zerfallende Imperium, gegen das sie ankämpfen, ist hingegen oft reich, dafür aber bequem und vor allem defensiv. Ein interessantes Beispiel für diese Tendenz eines Imperiums von aggressiv zu defensiv zu wechseln, ist der Aufbau der römischen Feldlager. Bei den ersten Feldzügen waren die römischen Feldlager einfach ein Lager im Feld, um das herum die Soldaten etwa einen kleinen Graben ausgehoben haben und die Erde hinter dem Graben als Wall aufgeschüttet haben. Aber die Gräben und Mauern waren nicht extrem hoch und in den Mauern hatte es absichtlich breite Öffnungen, damit man im Falle eines Angriffs sofort ausschwärmen könnte, um die gegnerische Armee quasi mit einem Gegenangriff, zu überraschen. Mit der Zeit, als das römische Imperium immer gefestigter wurde, wurden diese Mauern immer höher, die Gräben immer tiefer und die Lücken in den Mauern, also die Tore, immer schmaler, so dass das Lager zwar immer besser verteidigt werden konnte, aber eigentlich beabsichtigte überhaupt niemand mehr, einen spontanen Gegenangriff im Falle eines Angriffs durchzuführen. Ein schönes Beispiel der Tollkühnheit und der Energie, mit der diese initialen Eroberungen durchgeführt werden, ist die Eroberung Spaniens durch die Araber im Jahr 711 und 12. Also die Araber haben sich gerade seit 630 etwa über die halbe Welt ausgebreitet und kommen also 711 an die Straße von Gibraltar, eigentlich an den Atlantik in Nordafrika. 711 überqueren also ca. 12.000 Araber die Straße von Gibraltar, besiegen dort eine etwa doppelt so große gotische Armee, marschieren dann eigentlich direkt 400 Kilometer über unbekanntes Feindesterritorium bis in die Hauptstadt Toledo, die sie sodann einnehmen. Also ja, das muss man sich halt mal vorstellen, so etwas selber durchzuziehen. Der extreme Mut und die extreme Energie einer Gesellschaft in dieser Zeit zeigt sich aber nicht nur in militärischen Eroberungen. Auch unbekannte Wälder, hohe Berge oder unbekannte Meere werden durchdrungen oder überfahren oder bestiegen. So gehört zum Beispiel auch die Entdeckung Australiens durch Captain Cook in diesen Abschnitt des Ausbruchs, halt hier in den Ausbruch des britischen Imperiums. Im ersten Ausbruch kommt der Erfolg der Eroberer vor allem wegen ihrer großen Härte, ihrem Mut, ihrer Improvisationsgabe und ihrer Aggression. Die militärischen Erfolge kommen vor allem dank rücksichtslosen, tollkühnen Manövern, die eigentlich kein normaler Befehlshaber erwarten würde und die dann wegen der Rücksichtslosigkeit und Durchschlagkraft, mit der sie eben angegangen werden, wider allen Erwartungen eigentlich funktionieren. Glapp betont auch mehrmals, dass es ein Vorteil für die Eroberer ist, dass sie keine offizielle Schulausbildung haben und deshalb auch nicht ihr Denken so in Bahnen eingeschränkt ist mit irgendwelchen Schulbuchmethoden, wie man eben dieses oder jenes Problem anzugehen hat. Aufgrund ihrer Vergangenheit, wo sie oft in großer Armut als Selbstversorger gelebt haben, sind sie eigentlich sehr kreative Problemlöser und ihre Lösung für jedes Problem ist eigentlich direktes, kompromissloses Handeln. Durch den Kampf mit dem niedergehenden Imperium lernen dann die Eroberer eigentlich viel ausgeklügeltere Militärtaktiken, Organisationen und Technologien kennen und sie übernehmen diese Technologien und Organisationstaktiken sofort. Und sie übernehmen vielleicht auch noch Söldner, die bisher unter dem Sold der Supermacht standen, die sie jetzt fortan bezahlen.
Und so starten sie dann eine zweite, etwas kontrolliertere und organisiertere Eroberungswelle, an deren Ende eben dann das große, ausgedehnte Imperium steht. Mit der Vereinigung dieses großen Gebiets unter einer Regierung beginnt nun das Zeitalter des Handels. Die Vereinigung eines großen Gebiets unter einer Regierung hat mehrere Effekte, die alle den Handel sehr stark begünstigen. Diese Effekte sind erstens, Zollschranken fallen weg, zweitens, es gelten überall in dem ganzen großen Territorium die gleichen Gesetze, vielleicht sogar die gleiche Währung oder die gleiche Amtssprache, die gleiche Amtsstruktur und auch natürlich die Sicherheit. Also man kann nicht gut über eine Grenze, an der Krieg geführt wird oder an der Krieg droht, handeln wegen der Unsicherheit. Aber in einem großen geeinten Land herrscht eben Sicherheit im Innern und dies alles begünstigt nun den Handel. Da das Reich nun viele unterschiedliche Kulturen und Klimazonen beinhaltet, werden verschiedene Regionen unterschiedliche Güter herstellen und es herrscht, und alle können eigentlich gewinnen, wenn diese Güter dann untereinander ausgetauscht werden. Durch den Handel kommt es so auch zu Spezialisierung und zu verstärkter Arbeitsteilung, was zu verstärktem Wohlstand führt. Glapp beschreibt auch, dass sogar die wildesten und barbarischsten Imperien eigentlich den Handel beflügelt haben. Also es geht gar nicht anders. Sogar wenn diese wilden barbarischen Völker gar nicht den Handel beflügeln wollen, es geschieht automatisch durch die Vereinigung eines großen Gebiets. Und als Beispiel nennt er hier die Mongolen, die eigentlich ganze Bevölkerungen niedergemetzelt haben auf ihrem Eroberungszug. Und trotzdem hat im Mongolischen Reich der Karawanenhandel zwischen China und Europa mit der Zeit zu extremem Wohlstand geführt. Viele Menschen haben laut Glapp heute das Gefühl, dass moderne Technologie notwendig ist für weltumspannenden Handel. Aber dies stimmt definitiv nicht. Glapp beschreibt, dass man Artefakte aus Skandinavien oder China in Gräbern im Nahen Osten gefunden hat und diese Gräber stammen um das Jahr 1000 vor Christus. Also weltweiter Handel war schon immer möglich, es dauerte halt einfach länger, weil man die Ware zu Fuß transportieren musste. Allerdings beschreibt er eben auch, dass der Handel heute durchaus auch mühsamer geworden ist, obwohl wir die moderne Technologie haben, weil zum Beispiel ein römischer Beamter reiste circa 6 Monate, wenn er von England nach Syrien versetzt wurde. Aber heute sind zwischen diesen zwei Endpunkten etwa 20 souveräne, unabhängige Länder, die alle ihre eigenen Zölle, ihre eigenen Pässe, ihre eigenen Gesetze, ihre eigene Politik, Importbestimmungen und so weiter haben. Und das erschwert den Handel und den Personenverkehr auch wieder extrem, auch wenn die Technologie heute schneller ist. Also die Technologie ist laut Glapp hier bereits zum zweiten Mal gar nicht so ausschlaggebend für den Verlauf eines Imperiums, wie wir vielleicht heute denken. Es ist interessant zu sehen, dass Glapp eigentlich ein Fan von Imperien ist und nicht von Souveränität. Er nennt vor allem eben die Vorteile, dass der verstärkte Handel die innere Sicherheit und Stabilität eigentlich zu Prosperität und Wohlstand und einem guten Leben für alle Menschen innerhalb des Imperiums führen. Er sagt auch, dass Europa im Moment einem Souveränitätswahn unterliegt, also er hat 1977 geschrieben, wo immer mehr Staaten Souveränität wollen und Sezession betreiben und sich abspalten wollen. Und laut Glapp wird aber dieser Souveränitätswahn mit Sicherheit irgendwann enden. Und er sieht hier eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder wird sich Europa freiwillig wieder vereinigen durch so etwas wie eine europäische Wirtschaftszone. Und das würde aber bedingen, dass die einzelnen Länder halt einen Teil ihrer Souveränität abgeben. Oder wenn sie nicht bereit sind, das zu tun, dann wird es früher oder später halt durch eine militärische Eroberung wieder geeint werden. Oder Europa wird halt unter zwei Supermächten aufgeteilt, die quasi von beiden Seiten eindringen. Also Glapp ist ganz klar ein Fan von
von Imperien und von der Größe und Stärke. Und er sieht auch nicht, er glaubt auch nicht, dass es eine andere Möglichkeit gibt zu existieren langfristig, als halt als Teil irgendeines Imperiums. Natürlich überlappt das Zeitalter des Handels das Militärzeitalter ein Stück weit. Also gegen Ende des Militärzeitalters ist die Eroberung ist noch nicht vollständig abgeschlossen, aber der Handel im Inneren des bereits großen Imperiums beginnt bereits aufzublühen. Und in dieser Zeit ist die stolze Militärtradition dieses Volkes immer noch aktuell. Also die Nation ist stolz und geeint und selbstbewusst. Das Militär expandiert oder sichert die Grenzen zuverlässig. Und die Ausbildung der Jungen fokussiert immer noch auf Stärke und Patriotismus. Es ist interessant, wie Glapp beschreibt, dass eben die Ausbildung primär auf Reiten, Schießen und die Wahrheit sagen fokussiert. Und das ist so eine spannende Klammerbemerkung, die er hier einfügt. Aber viele Nationen oder ja, eigentlich alle Nationen scheinen in diesem Anfangsstadium, also in dem Stadium der Eroberung und Expansion, ein sehr starkes Gewicht darauf zu legen, dass Jungs die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit sagen wird als eine Form der Männlichkeit und des Muts und Stärke gesehen, weil Lüge ist eine Form der Feigheit, weil man in der Situation eben sich nicht traut, die Wahrheit zu sagen und die Situation zu konfrontieren. Was ich sehr spannend finde und auch ja, sehr relevant für das eigene Leben. Das ist auch zum Beispiel Jordan Peterson spricht viel davon, dass man die Wahrheit sagen soll. Das ist für ihn ein sehr wichtiger, zentraler Wert. Auch im Handelszeitalter findet man am Anfang noch große, heroische, mutige Taten. Also viele der kommerziellen Unternehmen sind eigentlich mit genauso viel Mut und Tatkraft werden die vorangetrieben wie zuvor die militärische Expansion. Also zum Beispiel das erste Handelsunternehmen in eine weit entfernte Ecke des neuen Imperiums, über die man noch überhaupt nichts weiß. Da ist irgendjemand, ist der Erste, der da aufbricht mit einer Karawane, um zu versuchen, dort Güter zu kaufen und dann zurück ins Kernland zu transportieren. Und was dann aber auch beginnt sich zu zeigen, bereits im Handelszeitalter ist der zunehmende Reichtum. Also viel Geld und Ressourcen strömen in das Kernland des Imperiums hinein von allen Provinzen und dies führt halt zu einer immensen Zunahme des Reichtums. Und einerseits wird der Staat extrem reich und beginnt dann meistens mit prächtigen Großbauprojekten quasi das Kernland sehr imposant zu gestalten, dass sind besonders breite Straßen, große Paläste, Brücken, Gärten, so Denkmäler, Infrastruktur generell. In dieser Zeit wird viel gebaut vom Staat und auch reich gewordene Kaufmänner finanzieren Kunst oder Architektur oder Paläste oder Großbauten, Universitäten, solche Dinge. Dies ist eigentlich das goldene Zeitalter eines Imperiums. Mit der Zeit strömt immer mehr Reichtum ins Imperium rein und wir kommen so langsam vom Zeitalter des Handels zum Zeitalter des Überflusses. Und dieser Überfluss ist gleichzeitig auch der Same der Zerstörung des Imperiums. Das Problem ist, dass junge Männer vermehrt nicht mehr Ehre und Abenteuer wollen, sondern Reichtum. Und Reichtum ist ein egoistisches Ziel. Geld will man normalerweise nur für sich selber verdienen und nicht für seine Gemeinschaft. Und so verschiebt sich der Fokus langsam und unmerklich, aber doch beständig vom Dienst für die Gemeinschaft auf den persönlichen Reichtum. Diese Entwicklung zeigt sich dann auch in dem Schulsystem der Gesellschaft. Früher hatte die Ausbildung eigentlich das Ziel, starke, mutige Patrioten heranzubilden und jetzt hat die Ausbildung vielmehr das Ziel, die Jungen zu Topverdienern eigentlich auszubilden. Ein sehr bemerkenswertes Zeichen des Überflusses ist auch der Shift des Militärs von Aggressivität zu Defensivität. Man kann das gut auch
aus Sicht der Spieltheorie verstehen. In der Spieltheorie gibt es diese Strategie Protect Your Gains, also beschütze deine Erfolge. Und was das heißt, ist, wenn du in einem Spiel, in einem Brettspiel zum Beispiel am Gewinnen bist, dann solltest du nicht aggressiv spielen, sondern defensiv. Du solltest einfach versuchen, deinen Vorsprung zu halten und das Spiel so zu gewinnen. Und das sehen wir hier jetzt bei der Gesellschaft. Die Nation ist nämlich jetzt reich und sie ist nicht mehr an Kampf und Abenteuer interessiert, sondern man will nur noch das beschützen, was man hat. Ihr könnt euch hier gut an das Beispiel der römischen Feldlager erinnern, die eben am Anfang noch sehr aggressiv ausgelegt waren, eigentlich nur eine kleine Wand mit großen Öffnungen, damit man schnell einen Gegenangriff starten kann, und die dann mit zunehmender Verfestigung des Römischen Reichs auch zunehmend defensiver gestaltet wurden. Auch der Bau der großen Mauer in China ist so ein Beispiel dieser Defensivität. Eine weitere Ausprägung dieser Defensivität ist, dass die Nation Feinde lieber besticht, anstatt mit ihnen zu kämpfen. Denn Geld hat man viel, aber wieso soll man jetzt sein Leben riskieren? Es geht einem doch gerade so gut. Und diese Haltung zeigt halt eben den Shift vom Anfang vom Eroberungsstadium zum jetzigen Zeitalter des Überflusses. Damit man sich dann nicht als feige anschauen muss, erfindet man natürlich Rechtfertigungen für dieses Verhalten. Die erste Rechtfertigung ist immer, Gewalt und Aggression sind primitiv und unmoralisch oder es ist böse, ein anderes Land zu erobern. Und so kann man sich eben einreden, es ist nicht so, dass wir nicht kämpfen wollen, aber es ist eben unmoralisch zu kämpfen und deshalb handeln wir so. So kann man sich dann sogar noch moralisch überlegen fühlen. Wie Glob aber so schön betont, ist eben das Problem des Pazifismus, dass ihn nicht alle teilen. Also andere Völker sind vielleicht gerade selber in dem Stadium der Expansion, das heißt, sie sind absolut tollkühn und aggressiv und überrennen einfach alles, was sie können. Da nützt es nichts, wenn man dann pazifistisch und mit höherer Moral irgendwie versucht zu argumentieren. Laut Glob zeigt jedenfalls die Geschichte, dass Nationen nicht wegen einem schlechten Gewissen irgendwann aufhören zu kämpfen und zu expandieren, obwohl man das vielleicht als Rechtfertigung anfügt. Aber der eigentliche Grund ist eben, dass ihre Bürger nicht mehr bereit sind, Opfer für die Gemeinschaft zu erbringen, sondern dass sie egoistisch geworden sind aufgrund des einfachen vorhandenen Reichtums. Wir haben jetzt also die ersten vier von sechs Stadien einer Gesellschaft angeschaut. Der Ausbruch, die Expansion, dann das Zeitalter des Handels und das Zeitalter des Überflusses. Im nächsten Video werden wir dann noch das Zeitalter des Intellekts und das Zeitalter der Dekadenz anschauen. Ich hoffe, ihr habt das Video spannend gefunden. Bitte lasst mich doch wissen, was ihr von dieser Serie haltet, ob ihr gerne mehr solche etwas detailliertere Betrachtungen eines Textes oder eines Werks habt. Ja, schreibt einen Kommentar, klickt auf den Gefällt mir-Knopf, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen und ich sehe euch dann ein andermal wieder. Tschüss.